So, das waren die ersten Bilder von der Weltpremiere der neuen X-Klasse direkt aus Kapstadt, Südafrika. Hier vorne war eben gerade noch ein riesen Ansturm von der globalen Journalie, die hier sich versammelt hat. Die sind jetzt alle aber abgehauen zum Essen. Ne? Und da ich ein bisschen abnehmen will und muss, ne, gehe ich mal ran an diese Bulette hier vorne. So, und jetzt sehen wir hier mal, was für ein Riesenschiff diese X-Klasse ist. 5,34 Meter in der Länge, 1,92 Meter in der Breite und 1,82 Meter in der Höhe. 3,15 Meter Radstand. Und wir sprechen hier über ein Midsize-SUV. Mercedes will den globalen Markt erobern und deswegen soll auch in alle Nischen passen. Dazu hat Mercedes vorbereitet drei Varianten von diesem Fahrzeug. Einmal Pure, das soll so das Arbeitstier, das Rustikale sein. Einmal Progressive, das ist so die mittlere Variante zwischen eben Arbeitstier und Lifestyle. Und dann Power. Und Power ist dann halt wirklich das absolute Lifestyle-Fahrzeug, wo alles reingepumpt wird an Teuren von Leder und Holz und hast du nicht gesehen. Ne? Wir gucken uns jetzt aber noch mal ganz genau an, wie es mit dem Design bestellt ist. Was hier natürlich sofort ins Auge springt, ist dieser mächtige Zweilamellen-Kühlergrill mit dem dicken Stern in der Mitte. Das ist natürlich das klassische SUV-Mercedes-Markengesicht. Auch die Frontschürze hier, ein Teil unlackiert und dann der Unterfahrschutz in Chrom gehalten. Das ist bei der Pure-Version beides unlackiert. Was auch ins Auge steht, ist natürlich die bullige, hochstehende Motorhaube mit den Scheinwerfern, die sich so ein bisschen leicht in den Kotflügel reinziehen. Und wo wir hier schon an der Seite stehen, sehen wir einen wunderschönen Blick auf die Felgen. 17 Zoll, 18 Zoll und 19 Zoll stehen zur Verfügung. Ich hätte eigentlich bei sonderigen Kisten mit ein bisschen mehr gerechnet. So, dann gehen wir den Wagen seitlich mal ein bisschen ab. Das dauert hier natürlich ein bisschen länger. Und zack, kommen wir an das wunderschöne Heck. Hier ein betont langer Überhang, ganz im Gegensatz zu vorne dem kurzen Überhang. Vorne wirkt der Wagen so recht kompakt. Hinten mit diesem langen Überhang sehr, sehr bullig. Das wird dann unterstützt durch die Scheinwerfer, die sich anders als bei der Motorhaube nicht in den Kotflügel ziehen, sondern hier senkrecht runterstehen. Hier sehen wir dann den dicken Stoßfänger auch wieder in Bicolor, wenn man so will. Oben unlackiert, dann hier unten in Chrom. Das ist natürlich, weil wir hier über die Power-Version sprechen. Bei Pure und bei Progressive wäre es dann auch wieder unlackiert. Oder ein Wagenfahrer, wenn man will. Jetzt stehen wir hier an der dicken Heckklappe. Die lasse ich mal auf. Da merkt man, was da für ein Gewicht drauf hängt. 90 Grad ist hier der Winkel. Wenn man will, kann man aber auch sagen, ich will optional 180 Grad Winkel haben, nach unten weg. Dann frage ich mich, was passiert mit dieser lecker Stoßstange. Ne? Aber gar nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt die Ladefläche. Die ist so breit, dass man hier komplett eine Europalette hineinschieben könnte und die trotzdem noch zwischen diesen Radkästen passt. Was geht da an Gewicht drauf? 1042 Kilogramm passen da drauf. Oder gehen vom Gewicht drauf. Da hat man vorhin gesagt, das wären ungefähr 80 leckere Fässlein Bier. Lecker. Zugkraft hat er natürlich auch. 3,5 Tonnen. Damit kann man dann mal eben drei Pferde, drei Stuten schön wegziehen. Ne? Oder eine kleine Yacht von 8 Metern, hat man vorhin gesagt. Überprüfen können wir es nicht. Was auch ganz interessant ist bei dem Laderaum hier hinten, ist, dass der komplett beleuchtet ist, wenn man denn will. Ne? Das ist einzig eins im Segment. Funktioniert über einen kleinen Knopf im Innenraum. Und den gucken wir uns auch nochmal an. Beziehungsweise im Raum. So, und wenn man hier den dicken Hintern mal reinwuchtet, dann sieht man und riecht man überall Premium. Da haben die Schwaben richtig was aus dem Hütchen gezaubert. Man erkennt aber auch, dass viele Elemente wiederzufinden sind, die man aus der C- und V-Klasse kennt. Hier vorne dann die tubeförmigen Rundinstrumente und in der Mitte prangt dann ein 5,4 Zoll großes Display, an dem man alles wunderbar ablesen kann. Hier vorne hat man dann das Multifunktionslenkrad, dreispeichig mit den ganzen Bedienelementen, damit man seine Patschhändchen gar nicht mehr vom Lenkrad wegnehmen muss, wenn man fährt. Auch die klassischen Rundinstrumente, die bei Mercedes gern verbaut sind, findet man hier wieder. Und dann sieht man ein langes silbernes Band, das sich hier über das Dashboard zieht, ne? Armaturenbrett. Das soll so ein bisschen Weite, Größe und auch Luxus vermitteln. Hier oben steht dann ein 8,4 Zoll großes Display. Das ist ein richtig dicker Bursche, denn so ist das das Größte im Segment. Wenn man den Blick dann hier runterschweifen lässt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann sieht man hier eine Handschaltung, beziehungsweise eine Schaltung, einen Schaltknauf. Den findet man bei Mercedes normalerweise immer hier oben, jetzt wieder hier, weil Mercedes sagt, das wollen Pickup-Kunden so haben. Bisschen was Rustikales. Hier vorne sieht man dann auch diese kleinen Zuschalter. Ne? Differentialsperren, Allrad, Zweirad kann man alles dazuschalten. Zu den ganzen Sachen kommen wir dann später aber noch genauer. Den Blick weiter hier rüber sieht man dann das Bedieninstrument, was man auch in jedem Mercedes kennt heutzutage. Das ist natürlich aufgrund dieses Schalters ein Stück nach hinten gerutscht. Und grundsätzlich kann man sagen, man kann dieses Auto natürlich innen vollpumpen mit allem, was man braucht, um dann Luxus zu spüren. Von Leder, Offering, Holz und vieles, vieles mehr.
fragt sich natürlich noch, was steckt hier unter der Haube. Zum Marktstart kommen zwei Diesel, einer mit 163 PS, einer mit 190 PS. Dann kommt noch ein Benziner mit 165 PS. Und später, 2018, soll dann noch der X350 folgen mit 258 PS und 550 Newtonmeter. Das kann man natürlich wunderbar dann kombinieren mit einer 6-Gang-Schaltung oder einer 7-Gang-Automatik-4MATIC-Schaltung, je nach Motor und Wunsch.